Ja, ja. Moneyboy, wir wollen jetzt kann das Interview ahnen? Machen. Okay, wir sollten man ahnen. Ja? Muss man fast schon ahnen. Direkt hier oder was? Wollt ihr sitzen bleiben? Nee, machen wir eine andere Location. Fliegen nach Miami. Na, dann kommt zur Seite, lasst uns hier ein bisschen in die Sonne stellen. Ja, willst du dich nicht hier hinsetzen? Scheint auf mich. So, Moneyboy, du hast mich gerade aus dem Bett geklingelt. Für irgendein spontanes Interview. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht. Dann erzähl mal, was hier die News sind. Ja, so aus dem Bett geklingelt. No Sleep Gang, normal solltest du gar nicht sleepen und so. Und ich habe dich sicher nicht aus dem Bett geklingelt, sondern Medikament Manfred. Hat da hinter den Kulissen connected und so. Also von mir aus geht das sicher nicht aus. Und so, und ja, wir chillen halt mit Klaas und testen ihn aus, weil wir denken, er hat ja schon Fame. Klaas, kennt man ja Klaas von Pro7, Halligalli von Joko halt, der Sidekick halt, der Partner halt so. Und wir haben gedacht, ja, vielleicht kann man irgendwie Fame grabben, aber wir haben halt mit dem gechillt, muss man schauen, wie Fame der Dude überhaupt ist. Und so, und er chillt jetzt mit uns, aber so, ist, ja, um ihn zu testen, ob wir ihn in ein Video putten und so. Aber wenn wir sehen, dass alle Leute den sowieso haten, müssen wir auch nicht machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Willst du mal ankommen, Klaas? Willst du auch mal was dazu sagen? Bist du jetzt drin in der Crew oder was? Ja, das kann man nicht so genau noch nicht sagen. Siehst so ähnlich aus, bis auf den Bart, ne? Ja, das, ja, dann schneide ich jetzt aber nicht ab, weil bei vielen, also bei Medikamenten, Heinrich, wächst ja auch noch nicht so viel, ne? Ja. Das heißt, was ist der Plan für heute? Was habt ihr noch so vor? Das kriegst du zu. Nein, keine, ich habe gelernt, keine Snitch-Moves, sonst gibt's einen aufs Maul. Erzähl mal, was habt ihr vor? Ihr stinkt alle ganz schön nach Alkohol. Was sind die Pläne? Ja, das frage ich auch seit 3 Stunden. Wir sind also, das Ding ist, dass ich probiere herauszufinden, was die Gang, was man eigentlich so macht, ne, als Gang. Ja, wir bringen Klaas mal auf Betriebstemperatur, beschwert sich die ganze Zeit. Ihm ist so kalt und so, das ist kein echter Mann, der dem so kalt ist bei 35 Grad. Aber egal, so, wir machen mit ihm ein Feature, ein Track oder keine Ahnung, was jetzt geplant ist, ein Song, wo wir ihn halt auch drauf lassen, weil juckt er auf Soundcloud, kann er, wenn wir ihm vorschreiben und sagen, dass er im Takt bleiben soll, rappt das und die Leute so, ha, funny, Klaas, so schlecht und so, droppen wir halt den Track für ein paar Klicks und das ist unser Vorhaben, so. Funny Boy, jetzt hier dieses Gang-Dings, ne? Weil wir machen seit 3 Stunden, fahren wir durch die Gegend, setzen uns irgendwo hin, labern irgendwas. Ja. Was ist denn jetzt die eigentliche Arbeit hier? Was muss ich denn machen? Ja. Also was ist, ich würde gerne bei euch in der Gang sein, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich fühle, es gibt keine klar verteilten Aufgaben. Ich fühle natürlich, dass du klar als Außenseiter, dass du das nicht sofort begreifst oder so. Wir sind unterwegs und irgendwann wird etwas passieren und dann wirst du sagen so, wow, das war zu viel und ich will weg und so. Dann wirst du dich zurückerinnern an diesen Moment und dir denken, das war eigentlich noch am chilligsten und so. Ride einfach mit uns mit und wenn dann der Zeitpunkt angekommen ist, wo du was machen sollst, dann sagen wir das. Und wenn du es dann in dem Zeitpunkt nicht machst und so, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Also genieß, wenn hier alles chill ist. Du kannst froh sein, dass hier niemand vorbei ridet und wir irgendwas von dir verlangen. Das sehe ich auch so. Okay. Nee, ich weiß, was du willst, aber alles gut. Ja. Okay, also keine konkreten Pläne mehr? Kein Videodreh heute oder was? Ich dachte, du rappst auch noch ein bisschen drauf mit? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja hier. Nee, schau, wir machen das. Es ist jetzt noch sehr früh am Tag. Wir sind immer wach und wir gehen noch und wir machen unsere Business Moves. Am Ende des Tages haben wir mehr verrichtet als alle anderen deutschen Rapper oder egal was, alle anderen Leute. Wir machen unser Business sowieso. Kommt Zeit, kommt Rat. Zum passenden Zeitpunkt werden dann noch Sachen gemacht. Wenn jemand so unduldig ist, dann zeigt es schon diese deutsche Mentalität. Ich will jetzt, kann sich nicht einmal in einer Schlange anstehen. So, oh, da stehen fünf Leute. Lieferheld lieber bestellen. Mois, du musst dich daran gewöhnen so. Wir chillen hier so und wenn du dich runterchillen könntest mal, dann kann man auch 40 Minuten mal sitzen oder so. Kannst du mit deinem Kopf vielleicht auch dir zusammen irgendwas aber überlegen für dich so. Ist in der Glow-Up die Narrow-Gang zu sein, heißt das also für mich hinten anstellen wie alle anderen auch? Ja. Ich dachte, dass genau das ist dann vorbei. Ja, du, allein wenn du bei uns in der Gang bist, wirst du schon sehen, was für Feedback du auf Twitter und überall so, dann wirst du den Unterschied schon merken an deinem Status. Allein so, wir haben Leute, die für uns Grafik-Artworks designen und die sind auf Twitter Stars und haben Groupies. Wenn du SODM, oh sorry, verlesen, GODG bist,
Dann kannst du sowieso machen, was du willst. Aber dass du dich hinten anschließen sollst bei uns, ist ja sowieso klar. Was glaubst du, wo du einsteigst? Warum? Auf was für eine Grundlage? Was hast du je gemacht? Wann hast du je in der Straße irgendwie Work reingeputtet? Ja, das ist das Problem. Bei mir in der Straße ist halt nichts los. Ja, du warst nicht immer in der Straße. Wir wissen, wo du herkommst. Bergisch Gladbach. Nee, Oldenburg. Ja, stimmt. Otterweg habe ich gewohnt. Ja, wir nicht viel los. Norden, aus Otterweg. Dem Norden. Otterweg. Wo den Anker an Bord, Matrose. Ja, Oldenburg. Wie? So, Aufnahmeritual, habt ihr schon gemacht? Oder einfach so Free Member? Was Aufnahmeritual? Was glaubst du, machen wir? Blutsbrüderschaft oder so? Gibt kein Aufnahmeritual. Bei Real Talk, wir werden ihn eh nicht aufnehmen. Flasche Wodka-Echsen oder so? Nee, wir tun jetzt so in die Hoffnung machen und allen so, er könnte auch Mitglied, er wird sowieso nicht aufgenommen. Ah, Joke. Nee, er muss sich beweisen und wenn das ist, wir nehmen ihn ja noch nicht auf. Wir testen ihn noch durch. Also was für Aufnahmeritual. Das merkt er früh genug, wenn die Chain um seinen Hals baumelt und die Bitches da am Dick sind und so. Bis dahin muss er sich normal benehmen und so. Aber es ist schon cool, dass er auf jeden Fall so Kater hat und so. Der struggelt, das ist mir sympathischer als jemand, so wie Joko. Yo, wir haben ja voll die gute Zeit im Park und ticken die Drugs, flippen die Bricks. Es ist mir krass, lieber gibt es Shreel und so, dumm schauen nicht. Ich schätze die Chancen nicht so hoch an, also dass er überhaupt das schafft, aber bis dahin schauen wir mal. Wie der Beckenbauer sagt, schauen wir mal. Kennt er wieder ja. Nicht, der Dummkopf. Hat alles weggesoffen, jede Gehirnzelle. Mäus. Gutsch. Ja, also wie gesagt, ich muss noch ein bisschen Vokabeln lernen. Damit ich auch, also ich komme teilweise gar nicht mit. Vokabeln. Weiß gar nicht, über was teilweise geredet wo wird. Wo ist dein Vokabelheft, Mäus? Ja. Wo ist dein Vokabelheft? Ja, müssen wir mal kaufen eins, ne? Ja. Immer Schreibwarenladen jetzt. Ja. Okay. Ab zu MacPaper. Und dann... Danke erstmal fürs aus dem Bett klingeln, hat mich gefreut. Dann wir getten das Paper, Mac Paper. Warum hast du eigentlich ihn angerufen? Der muss doch dich anrufen. Ich habe ihn frage ich mich auch. Habe ich das im Interview nicht klargestellt? Ist das nicht so, dass er normal ist? Nee, habe ich ihn angerufen, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ruf ich ihn auch nicht beim Stern an und sage, ich hätte jetzt Zeit. Ja, ich habe nicht nie beim angerufen, das habe ich klargestellt. Ich rufe noch nie Kontakt gehabt und so. Ist jetzt kein Front gegen dich oder so. Was glaubst du von mir? Kein Problem. Dass ich mein Handy in die Hand nehme für irgendeinen Scheiß. No Front, no Front. Alles klar, dann erstmal Peace out und ab zum Make Paper. Peace. Ich habe zwei Rauschgifterlebnisse. Was mich interessiert, ist der Charakter eines Menschen. Und wenn der okay ist, mag ich ihn. Egal, ob er Türke oder Deutscher ist. Die reichen Leute gucken alle so vergriest und die sind alle so schlecht gelaunt. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Es bleiben immer die gleichen Freier, denen ihr einlutschen müsst. Es gibt ein Missverständnis in unserer Gesellschaft. Du giltst als seriös, nur wenn du langweilig bist. Und das muss endlich mal aufgelöst werden. Man kann auch unterhalten sein und trotzdem seriös sein. Kann ein Land sich gut entwickeln, das von Kriegen und Krisen lebt? Und diese Frage stellen sich diese jungen Leute auch.